Wer im Burgenland weit blicken will, der muss keinen Berg erklimmen, sondern nur die Augen öffnen. Der Horizont erscheint unendlich. Die Sonne wirft kaum Schatten. Der Wind fegt ungehindert über die Ebene. Jahrzehnte war das Burgenland eine Randnotiz von Österreich. Ein Stiefkind im Familienbund der Bundesländer. In Witzen belächelt, als Armenhaus verschmäht. Doch das war gestern. Das Burgenland erwacht aus einem Dornröschenschlaf. Die Menschen hier bieten dem Klimawandel die Stirn, denken Naturschutz neu und gehen innovative Wege, um mit Traditionen zu brechen. Es ist ein Land im Wandel. Jedes Jahr im November geht er eine außergewöhnliche Geschäftsbeziehung mit seinem Heimatsee ein. Ja, für mich wieder mal ein Beginn. Ja, es hat ein gewisses Gefühl auch von Freiheit, ne? Kann man schon sagen. Fabian Sloboda ist Winzer und macht sich frei von alten Traditionen. Podersdorf, gelegen am Ostufer des Neusiedlersees, will er seinem Wein zu einer ganz besonderen Note verhelfen. Das erste Mal, wie wir das gemacht haben, haben die Leute schon sehr skeptisch reingeschaut. Diese Idee war nicht jedermann zugänglich und ich habe sie mit der Zeit für jedermann zugänglich aber gemacht. Dieser Tag ist für ihn das Highlight des Jahres. Aufgeregt bin ich, sagen wir mal, von einer Skala von 10 bis 6, also so 10 von 3. Top aufgeregt. Während zu Schulzeiten seine Freunde Polizist oder Feuerwehrmann werden wollen, ist für Sloboda klar, er will einmal Erfinder sein. Heute will er seine Erfindung zu Wasser lassen. Eine Boje voller Wein. Naja, unlich windig, ne? Haben wir ein Problem? Kein Problem. Passt? Sehr gut. Wir haben entschieden, du gehst eine und der Peter und wir haben kein Problem damit. Passt? Ich habe eh nicht brennt da. Das Wasser hat jetzt im Winter nicht mehr als 8 Grad. Beklemmend. Perfekt, um den Wein im See zu lagern. Setzen wir den Instructor. Wolltest du es auch vorher schauen oder erst nachher? Erst nachher. Erst nachher. Ich brauche jetzt schon einen Schluck. Aber es wird. Wenn die Knie über der Spieler. Wellen und Wind sollen den Wein in der Boje umspielen. Mit Wasserballett zur Perfektion. Ein bisschen verrückt, ein bisschen aufgeschlossener und immer bereit, alte Ideen wieder neu zu erleben. Ja. Also ich denke, das ist das Burgenland oder ein Teil des Burgenlands. Ja. Und Sloboda nennt sich gern selbst einen echten Burgenländer. Will mit seinen Aktionen plakativ Akzente setzen. Gerade bei einem Regionalgut wie dem Wein. Wein ist ein Verkaufsschlager. Über die Grenzen Österreichs hinweg geschätzt. So sind die Burgenländer stolz auf ihre Sonne im Glas.
6 Stunden vor Slobodas Seegang. Man hört es sehr gut sogar. Und zwar der Abbau. Ja, es klingt eigentlich wie Melodie, wie Mozart. Für Vater Johann ist es ein Zeichen, als der 4-jährige Sloboda beim Spielen in einen Weinbottich fällt. Wer so getauft wird, kann nur Winzer werden. Heute arbeiten beide Hand in Hand. Im Keller rühren wir die Weine 2 bis 3 Mal die Woche auf. Und am See wird er draußen dauernd aufgeschüttelt. Und die Hefe ist ständig in Bewegung und ständig in Kontakt mit dem Wein. Und die Hefe ist schon so weit, dass sie sich dann am Schluss schon zersetzt. Die Blase ist immer ein Zeichen von guter Gärung. Aber er ist sicher mehr, der was ein bisschen mehr Geduld hat wie ich. Ich habe sie gerne ein bisschen lebendiger und ein bisschen, ja, ich würde auch sagen, aufregender. Und das spiegelt sich dann halt auch in der Methode und dann schlussendlich in den Weinen wieder. Den Schatz vom Neusiedlersee. Ja, sehr klar. So nennt Sloboda diesen Grauburgunder. Es ist dieser Wein, bereits bis zu 4 Wochen gegoren, der in einer Boje im See lagern wird. Wie ein Koch, der liebevoll sein Essen rührt, so werden die Wellenbewegungen den Wein zu seinem cremigen und intensiven Geschmack aufschaukeln. Also. Jetzt pumpen wir die ganze Hefe auf. Schäumt. Wahnsinn. Dankeschön. Jetzt werden wir sich das anschauen. Jetzt ist es schön trüb. Und genauso kommt der Wein auch in den See. Ja, da merkt man die Hefe. Ein Fläschchen oder vielleicht ein zweites Fläschchen muss man als echter Burgenländer schon imstande sein zu trinken. Die Boje aus Edelstahl mit doppelten Wänden. Schwer ist sie. Sie soll auch dieses Jahr auf keinen Fall davontreiben. Liter Wein. In einer Boje. Sloboda betreibt das Weingut in 3. Generation. Der Vater lässt ihn machen. Mein Vater hat das ja relativ gut aufgenommen. Er weiß, dass ich immer für Spinnereien zu haben bin. Ja? Und kriege da gute Unterstützung, muss ich sagen. Ja? Wie man sieht. Ja. Verrückt ist er schon, ja. Das muss man auch sein. Ich glaube, ohne Verrücktheit kommt man nicht so weit. Also man muss schon eigene Ideen haben, die umsetzen. Und man muss halt immer den Glauben daran haben, dass es auch was wird, ja. Burgenland generell als jüngstes Kind von Österreich hat sich immer schwer getan. Zurzeit schaut es aber relativ gut aus. Also wir haben sehr viele Leute, die den Erfindergeist hochschätzen. Vielleicht ist es mitunter die Sonne, weil die immer scheint bei uns. Vielleicht kommt der Erfindergeist von der Umwelt auch. Ja. Die Natur nutzen, aber nicht ausnutzen. So die Philosophie. Der See übernimmt ab jetzt für Fabian die Veredelung. Für die nächsten 3 Monate. Also ich erwarte Wind, ja, dass unser Wellentänzer, unsere Boje, gut und gerne noch längere Zeit im Neusiedler See schaukelt. Nicht so wie heute, nicht ganz so starker Wind. Der Wind,
ein stürmischer Geselle im Burgenland. Die Sonne, gleißend. Ihre Kraft sorgt im Sommer für sehr hohe Temperaturen. Es regnet nur wenig, geradezu untypisch für Österreich. Denn im Burgenland wirkt das pannonische Klima. Doch nicht nur das Klima macht das Bundesland zum Sonderfall. Es ist auch seine geografische Lage. Im Osten von Österreich gelegen ist es ein Randgebiet, das sich an die Grenzen von Ungarn, der Slowakei und Slowenien schmiegt. In diesem Abseits versteckt eine ganz eigene Welt. Der Neusiedlersee wird mit einem Augenzwinkern auch das Meer der Wiener genannt. Ein Salzsee, zum Ende der Eiszeit entstanden. Hier pulsiert das Leben. Der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. Ein Mosaik aus Schilf, Salzlacken und einer Vegetation, die an afrikanische Landschaften denken lässt. Heimat für über 360 Vogelarten, seltene Säugetiere und Insekten. Wer weiter in den Süden reist, dem zeigen sich andere Bilder. Hügelige Ausläufer der Alpen und eine saftige, grüne Vegetation. Das ist die Postkarte des Südburgenlandes. Es verläuft entlang der Grenze zu Ungarn und Slowenien. Ein dünn besiedelter Landstreifen mit ganz viel Platz für Mensch und Tier. Komm es. Away. Away. Lie down. Komm es. Hey, lie down. Komm es, lie down. Come by. Ladies. Ladies. Zwischen Schaf und Weide finden Julia und Alexander Elpons das, was man Heimat nennt. Also Mädels, hier geht's hinten. Falls nicht mengen und wir gehen vorne, okay? Bursche! Komm es, komm hier! Gut, Bursche! Schaffen! Die beiden studieren Agrarwissenschaft und Landschaftsplanung in Wien, haben zunächst Bürojobs. 2008 gründen sie einen Schafbetrieb im Südburgenland. Ich habe diesen Traum, Selbstversorger-Landwirtschaft zu betreiben, schon seit ich Jugendliche bin. Mein Zugang war eher so ein bisschen im jugendlichen Idealismus, also ein bisschen das Aussteigen, nicht mitmachen in dieser kapitalistischen Turbo-Welt. Mir gefällt die Landschaft im Südburgenland sehr gut, weil es sehr klein strukturiert ist, weil die Flächen so abwechslungsreich sind. Und für mich als Oberösterreicherin fehlen zwar ein bisschen die hohen Berge, dafür ist die Vegetation immer 2 bis 3 Wochen früher dran. Also es ist ein sehr lange, warmes, auch noch in den Herbst hinein, Klima. 5 Schafherden müssen die Elpons mittlerweile im Zaum halten. Komm, komm jetzt. Also die ersten Male, die mit den Schafen gegangen sind, hatten wir noch keinen Hund.
Ja, da hatten wir, da waren wir ähnlich viele Leute wie heute. Also viele Freunde eingeladen und geschaut, dass wir die Schafe so unter Kontrolle haben. Mittlerweile mit dem Hund ist das eigentlich eine Arbeit, die man allein machen kann. Die Elbhorns kombinieren Geschäftssinn mit Naturschutz. Mit ihren Kreiner Steinschafen pflegen sie Naturflächen. Ihr Fleisch verkaufen sie im Direktvertrieb. Auf geht's! So, geschafft. Bursche, du bist jetzt verkehrt. Komm, es kam hier. Stress, Stress, Stress. Ganz wichtig ist nicht zu glauben, dass man Schafhaltung oder überhaupt Tierhaltung aus Büchern lernen kann. Wir haben keine Landwirtschaft geerbt, auch kein sonstiges Millionenerbe war vorhanden. Aber der unbedingte Wille, Landwirtschaft zu betreiben, vor allem mit Tierhaltung. Und da haben wir einfach geschaut, was sind die Flächen, die keiner braucht. Wir beweiden mit unseren Tieren überwiegend Streuobstwiesen und aufgelassene Weingärten. Sehr kleinteilige, raumbestandene Flächen, sehr artenreiche Flächen. Schonende Rasenmäher nennt Alexander Elpon seine Schafe. Meistens wird gemulcht. Das bedeutet, es wird mit einem rotierenden Mähwerkzeug gearbeitet. Und kein Frosch, keine Kröte, keine Schlange und kaum ein Insekt überleben diese Prozedur. Im Gegensatz zu einer Schafbeweidung, die extrem schonend ist. Weil die meisten Frösche können davonhupfen, wenn ein Schaf daherkommt. So fördern sie die Artenvielfalt im Südburgenland. Was der gemeine Städter als Pampa bezeichnet, ist für den Aussteiger ein Mecker. Die Suche nach Sinn im eigenen Tun scheint hier auf fruchtbaren Boden zu treffen. Inmitten einer Landschaft, deren Burgen noch an eine bewegte Vergangenheit erinnern, entstehen Wohnoasen zu günstigen Preisen. Ehemalige Weinkeller, Kellerstöckel genannt, umgebaut zu idyllischen Familienhäusern. Die Elbhorns erfinden sich im Südburgenland neu. Du kannst ein bisschen an Löwenzahn für die Hasen pflücken. Komm, es geh weg. Guten Morgen, Pipsis. Da ist die Schiller. Bitte sehr. Herausspaziert. Ich glaube, das, was Bauernkinder schon gleichzeitig mit Sprechen und Gehen lernen, das muss man sich als Stadtkind natürlich schon alles erarbeiten. Und ich bin froh, dass wir nicht von Anfang an Zuschauer gehabt haben. Soll ich hertreiben, Papa? Warte, ich geh mit. Eine der letzten Neuanschaffungen, eigene Kühe. Sie sollen im Notfall Biomilch für die Lämmer geben und die Familie gleich mitversorgen. Okay. Gehst du mal dumm los, weg? Doch Kuh ist nicht gleich Schaf. Was ist für gerade? Ja, Wühne! Das müsst ihr eigentlich nicht filmen. dieses Gefraß, zack. Ich glaube, dass wir dafür schon belächelt werden. Also, das finde ich schon lustig. Jetzt haben wir endlich ein Konzept, das funktioniert, und dann fangen wir uns solche Blödheiten an.
Diese Mischung aus Leichtigkeit, Stolz und Willenskraft. Das ist es, was die Elpons ausmacht. Heute liegt jedoch Nervosität in der Luft, denn sie haben ihre Kundschaft geladen. Zum Hoffest und Fleischverkauf. Das Schaffleisch verkaufen sie als Aktie. Was wir da jetzt haben, sind unsere Schafaktienpakete. Das sind 1,7 Kilogramm Lammfleisch, gemischt vom ganzen Lamm aufgeschnitten. Und das sind sozusagen Probierpakete, die die Leute erwerben, indem sie einen Gutschein kaufen. Wir haben den Vorteil, dass wir dadurch vorfinanziert werden. Wir wissen schon im Vorhinein, die nächsten 3 Jahre verkaufen wir so und so viele Lämmer. Das Geld ist schon bei unserem Konto, wie ein Darlehen. Anonyme Supermarkttheken. Für die Elpons undenkbar. So wie sie selbst für sich sorgen, so gut sorgen sie auch für ihre Kundschaft. In direktem Kontakt, fernab von Billigkonsum. 70 Euro kostet eine Schafaktie. Die Aktienpakete nimmst du einfach gern selber aus. Und ja, wir bemühen uns, dass sie möglichst gleichwertig sind. Nathalie Plhack reist für das Fleisch extra aus Wien an. Ich finde das super. Ich finde das genial, weil ich weiß, wo die Schafe herkommen. Ich weiß, wie die aufwachsen. Ich kenne den Betrieb jetzt und habe einfach ein gutes Gefühl beim Fleischessen. Ich esse sonst gar kein Fleisch. Also ich esse eigentlich nur dieses hier. Ja, ich glaube, in der Situation gilt da das Sprichwort, der Prophet im eigenen Land gilt nicht viel. Die Anerkennung und das Lob steigt eher, sage ich mal, mit der Entfernung. Fleisch hat hier noch eine Wertigkeit. Tierwohl ist der Kundschaft sehr wichtig. Wir sind einerseits irrsinnig glücklich über die Lebensqualität im Südburgenland. Auf der anderen Seite bedeutet Abgeschiedenheit, dass die Leute generell sich ein bisschen schwerer tun mit Neuerungen und Veränderungen. Mittlerweile verbinde ich mit dem Südburgenland einfach mein Zuhause. Da bin ich daheim. Also eine milde, schöne Gegend, wo so viel möglich ist jetzt vom Anbauen her. Und, aber auch so wenig Leute noch, so viel Platz, wo man sich verwirklichen kann, wo man was machen kann noch. Es sind engagierte Idealisten wie die Elpons, die diese Region vorantreiben. Wandel war hier lange Zeit ein Fremdwort. Der Hof liegt an der Grenze zu Ungarn. Jahrzehntelang verlief hier der eiserne Vorhang. Das Bundesland war abgeschnitten von Handel und Innovation. Bis heute prägen dörfliche Strukturen das Landschaftsbild. Über 10 Jahre lang leistet die Europäische Union Aufbauhilfe für das Burgenland. Fördert mit über 1 Milliarde Euro Österreichs Sorgenkind. Urbanes Leben sucht man im Südburgenland vergeblich. Sie drehen sich zu den Zeichen der Zeit. Windräder im Nordosten vom Neusiedler See, auf der Parndorfer Platte. Wo Alpen und Karpaten aufeinandertreffen, fegt der Wind ohne Pause. Windkraftbaustelle. Sie ist ein Mammutprojekt im Burgenland. Und die Vision von Lukas Pischpöck. 8 Jahre lang hat der Betriebswirt und Familienunternehmer darauf hingearbeitet. Endlich erreicht sein Projekt die Zielgerade.
diese Energiewende zu schaffen. Das ist, für mich ist das einfach wirklich die allergrößte Aufgabe, vor der die Menschheit steht, diese Klimakrise zu bekämpfen. Und dieses Zitat ist oft strapaziert worden, aber wir sind die erste Generation, die diesen Klimawandel in vollem Umfang erkannt haben, aber wir sind die letzte, die irgendwas dagegen tun kann. Und ich bin froh, dass ich da auch was dagegen tun kann. Das erste Windrad der Familie lässt sein Onkel errichten, 2001. Heute führt Pischböck Junior den Betrieb. Mit 67 Windrädern allein im Burgenland. 34 Anlagen sollen neu hinzukommen. Das Dilemma? Der Wind ist Freund und Feind zugleich. Wir versuchen überall dorthin zu bauen, wo irrsinnig viel Wind ist. Und das macht uns große Probleme auf jeder Baustelle. Wir haben jeden Tag Wind und das führt dazu, dass die Baustelle ganz eng getaktet werden muss, dass diese Zeitfenster eben, die wir haben, ganz effizient genutzt werden müssen. Da müssen alle perfekt zusammenarbeiten. Durch den Ausbau will Pischböck zusätzlich über 100.000 Haushalte mit Strom versorgen. Das Projekt, es ist nicht nur ein Meilenstein für Pischböck, sondern bedeutet auch für die Region Prestige. Was mich mit dem Burgenland verbindet, ist, dass es eine Region geworden ist, die die Zukunft umarmt und sich nicht vor der Zukunft fürchtet. Und an Tagen wie diesen wird aus Zukunft Gegenwart. Wir sind jetzt bei einer Anlage, wo heute schon das letzte Turmteil gezogen wurde. Und jetzt muss auch in den nächsten ein, zwei Stunden muss auch noch das Maschinenhaus draufgesetzt werden. Ab einer Windgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern bleiben die Bauteile am Boden. Zu groß die Gefahr von Unfällen. Es stehen Millionenbeträge auf dem Spiel. Natürlich spürt man den Druck, dass dieser Ausbau passieren muss und dass wir den machen wollen. Das ist natürlich in vielen Punkten auch ein wirtschaftlicher Druck. Der zweite Teil des Drucks ist mehr einer, den ich irgendwie jeden Tag spüre. Wie schnell geht diese Energiewende eigentlich voran? Warum geht sie nicht schneller? 121 Meter hoch, knapp 100 Tonnen schwer. Schließlich thront das Maschinenhaus auf seinem Turm. Ja, unglaublich, wir haben es geschafft, oder? Also wir haben nicht viel gemacht, aber die Monteure haben es geschafft. Der Wind. Er zeichnet Landschaftsbilder. Die Menschen haben früh erkannt, nicht nur mit dem Wind zu leben, sondern auch von ihm. Bereits seit 2013 produzieren die Windkraftanlagen hier mehr Ökostrom, als die Menschen im Burgenland verbrauchen. Österreichs einstiges Sorgenkind stellt sich so ins europäische Rampenlicht im Kampf gegen den Klimawandel. Was in der Energie im Burgenland passiert ist, darauf kann man auf jeden Fall stolz sein. Und ich glaube, da sind auch viele sehr stolz darauf. Das erklärt auch, warum die Zustimmung zu Windkraft- und Photovoltaikprojekten grundsätzlich sehr, sehr hoch ist. Wow. Den Blick hat man selten. Für mich als Windkraftunternehmer ist es einfach nur beeindruckend, dass diese Perspektive immer wieder einzunehmen, davon von da oben zu schauen, was hier alles steht. Ich finde es, also wenn mich fragt, ich finde es wunderschön, aber der Eingriff in die Landschaft ist natürlich da. Dieser Konflikt Naturschutz, Windkraft, der ist so alt wie die Windkraft. Ich glaube, er ist eigentlich nicht gerechtfertigt, weil ohne Windkraft, ohne erneuerbare Energien werden diese Lebensräume, die wir, aber auch die Tiere brauchen, die werden so in 50 oder 100 Jahren nicht mehr vorhanden sein.
Im Schatten der Windräder brütet einer der seltensten Vogelarten in Österreich. Der östliche Kaiseradler. Ein Steppenvogel. Sein Schutzpatron? Johannes Hohenegger. Zusammen mit BirdLife Österreich versorgt er junge Kaiseradler mit GPS-Sendern. Es sind einfach wahnsinnig eindrucksvolle Vögel, welche Leistungen die vollbringen, vor welchen Gefahren die stehen. Und ja, illegale Verfolgung ist die Haupttodesursache für den Kaiseradler, leider Gottes nach wie vor. Zwischen Jäger und Kaiseradler herrscht eine fatale Konkurrenz. Denn der majestätische Greifvogel frisst dieselbe Beute, die bei der Niederwildjagd vor die Flinte soll. Zum Beispiel Fasane. Die Konsequenz? Manch ein Adler wird erschossen. Die Besenderungen sind im Prinzip unser einziges Mittel, eine Stichprobe der Adler, die auch repräsentativ für die gesamte Population ist, gut zu überwachen. Wenn man mit den Vögeln arbeitet, ist es sowieso immer ein besonderer Moment, wenn man ihnen dann so nah ist, weil in der Regel steht man aus der großen Entfernung und schaut ihnen halt zu. Und da kommt man doch irgendwie mit ihnen in Kontakt so direkt. Noch sitzen die Jungtiere weit weg. Naja, da wäre es eine Möglichkeit. Gute 23 Meter hoch. Bei dem Ast, bei dem Kleinen da quasi vorbeischießt, oder? Ja, genau, so rechts vom Horst. Ja. Dann rutscht das Seil da schön rein eigentlich. Okay. Aber das ist die Frage, ob ich da reintriff. Stefan Höller soll zu den Vögeln klettern und sie herunterholen. Ein Seil soll ihm einen sicheren Weg durchs Geäst bahnen. Ja, und es hängt schon. Es war genau dort, wo es hin soll. Jetzt kannst du auf der anderen Seite schauen. Er kommt nämlich nicht runter. Okay. Er wird irgendwo drauf liegen. Ob ich noch mal ein bisschen zurückziehen muss? Ja, kannst du ihn noch ein bisschen zurückziehen, vorsichtig. Ja, kommt langsam. Naja, also es ist wichtig, halt, dass das Seil jetzt so verläuft, dass es halt stabil oben ist, dass es nicht abrutschen kann oder auch kein Ast erwischt, der brechen kann. Halt. Schnell muss das Team sein. Denn jede menschliche Regung in der Nähe vom Horst bedeutet Stress für die Tiere. Alles klar, viel Spaß, viel Erfolg. Noch wissen sie nicht, wie viele Jungtiere oben warten. Ja, es ist jedes Jahr anders, es ist jeder Horstbaum anders und jedes Paar. Also man kann nie alle Unwägbarkeiten abschätzen. Also ein gewisser Überraschungsfaktor ist immer dabei. Vorsicht! Ui, unten aufpassen, hier. Ja. Ach so, ja. Ja, der fliegt aber sicher auf der Seite. Einer sitzt ja ganz knapp. Ja. Ja, es ist Nervenkitzel bis zur letzten Minute. Drei sind. Drei? Drei. Direkt unterm Steve ist der Flügel. Der Zeitpunkt der Besenderung ist entscheidend. Nicht zu jung und nicht zu alt dürfen die Jungvögel sein. Fast ausgewachsen, aber das Fliegen dürfen sie noch nicht erlernt haben. Diese Jungadler sind um die 7 Wochen alt. Die Vögel haben eine Art Schockstarre bis zum gewissen Alter. Das heißt, wenn die eine Gefahr erkennen, dann ducken sie sich. Er hat in dem Alter ja auch noch keine Chance, jetzt irgendwie zu fliehen. Ja, es sind einfach wahnsinnig majestätische Vögel. Natürlich wirken die Jungvögel doch etwas tollpatschiger wie jetzt ein ausgewachsener Adler. Aber es ist ein unglaubliches Privileg, dass man dem Vogel so nahe sein darf. Alles klar, dann machst du den Sender. Mach ich den Sender.
Federleicht sind die Sender. Sie sollen die Vögel nicht stören. Mit Fingerspitzengefühl arbeitet sich Matthias Schmidt bei diesem jungen Kaiseradler vor. Als Sender haben wir hier so einen kleinen GPS-Logger. Der kann bis zu jeder Sekunde die Position des Vogels nehmen und auch Temperatur, Lage im Raum. Der hat ein Solarpanel drauf, überträgt dann die Daten übers Internet an uns in bestimmten Zeitintervallen. Der Sender. Eine Art wachendes Auge über dem Adler. Also einen abschreckenden Effekt hat sicher. Wir haben natürlich auch gute Kontakte zu Jägern, die greifvogelaffin sind und denen der Schutz am Herzen liegt. Und die berichten dann halt auch immer wieder aus der Jägerschaft, die halt sagen, ja, die Greifvögel können weg, aber passt auf bei den Adler, weil die sind ja alle besendet und so. Okay, freie Bahn. Ist er frei, passt. Ja. Geht. Wohlbehalten zurück im Horst. Bis die Sender der Jungvögel Flugdaten melden, wird es noch einige Wochen dauern. Vogeltracking in den Weiten des Burgenlandes. Jeder besenderte Adler hat seinen eigenen Namen. Ich habe hier ein Beispiel von Stefan, der vor 2 Tagen da im Bereich vom Zicksee im Nordburgenland herumgeflogen ist. Und das ist ganz toll, weil wir hier wirklich über Minuten hinweg die Flugroute sekundengenau verfolgen können. Im Jahr 2020 haben wir eben einen Fall gehabt, da war es evident, dass der Vogel geschossen worden sein muss, weil der Beschleunigungssensor einen Fall anzeigt. Dann hat sich der Vogel mehrere Punkte entlang von einer Straße bewegt. Und dann landet der Sender plötzlich in einem Fluss und sendet uns die Wassertemperatur. Also dass das keine natürliche Todesursache war, ist offensichtlich. Auch der Polizei können die Daten helfen. Es ist vielleicht oft ein bisschen, wie wenn man sich um die Kinder Sorgen macht. Ich habe zwar noch keine, aber ich stelle es mir so vor, wenn sie sich nicht melden. Wenn dann natürlich klar ist, dass dem Vogel was Rechtswidriges zugestoßen ist, dann kommt schon auch Wut dazu. Ansonsten, wenn ein Vogel verschwindet, ist es wahrscheinlich am ehesten Trauer, weil es einfach schade ist um den Vogel. Wo die Grenzen von Himmel und Landschaft verschwimmen, erstreckt sich der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Ein Vogelmekka. Zugvögel halten hier inne, auf ihren Routen von und nach Afrika. Salzseen und Schilfgürtel bieten Nahrung in Fülle. Uns sind willkommene Brutstätte. Hauptinteressensgebiet sind die Salzlebensräume. Die kann man im restlichen Österreich so nicht finden. Das ist einfach wahnsinnig spannend. Als Perlentaucherin in einem Meer aus Pflanzen entdeckt Viktoria Werner jeden noch so kleinen Schatz. Da habe ich gerade zum Beispiel eine relativ seltene Art gefunden. Das ist das kleine Salzhasenohr, das auch sehr von der Beweidung profitiert. Also im Schilf hätte das keine Chance. Die Biologin muss mit dafür sorgen, dass sich im Nationalpark Gräser und Schilf nicht ungehemmt ausbreiten. Der Wildwuchs würde sonst seltene Pflanzenarten verdrängen.
er wäre ein Nachteil für Wiesenbrüter. Wie den Kiebitz. Er könnte durch zu hohes Gras seine Feinde nicht mehr erspähen. Die Lösung? Beweidung. Diese Rinder rupfen mit ihren schonenden Mäulern all jene Pflanzen aus, die unerwünscht sind. Ja. Viktoria Werner arbeitet mit Landwirten zusammen, kann mitbestimmen, entlang welcher Routen sich die Herden im Nationalpark bewegen. Die Magramid. Naturschutz ist natürlich nicht immer nur einfach zuschauen und Prozesse ablaufen lassen. Hier im Seewinkel hat sich diese hohe Artenvielfalt genau auch deshalb entwickelt, weil hier eben schon seit sehr langer Zeit eine sehr traditionelle Bewirtschaftung stattgefunden hat. Nicht nur die Tiere von Landwirten leisten wertvolle Arbeit. Tschewalski-Pferde, Wasserbüffel. Dem Nationalpark selbst gehören Herden, die besonders an die karge Landschaft angepasst sind. Unter ihnen alte Haustierrassen wie Graurinder. An dieser Stelle haben die Herden bereits gegrast. Viktoria Werner überprüft, wie sich die Pflanzenarten jetzt entwickeln. Das Beweidungsmonitoring ist deshalb wichtig, weil das eine wichtige Entscheidungsgrundlage dafür ist, wie wir die Herden im Gebiet verteilen, wann wo beweidet werden soll und mit welcher Intensität. Das ist der Salzhornklee, ein Schmetterlingsblütler, der insbesondere auf feuchten Salzböden vorkommt und ohne Beweidung hier auch keine Chance gegen das Schilfhetter. So, ich schaue noch kurz, ob ich noch was finde. Die Spießmelde, das ist auch eine Salzpflanze, die eine besondere Strategie hat. Und zwar hat die Drüsenhaare an ihren Blättern, um das Salz, das sie über das Wasser aufnehmen muss, wieder loszuwerden. Also sie speichert das alles in diesen Drüsenhaaren und wirft die dann ab. Für mich ist das eigentlich von Anfang an schon immer irgendwie das Faszinierendste oder auch die Pflanzen, die mich am meisten faszinieren, weniger diese großen, auffälligen, die einem sofort ins Auge fallen, sondern eher diese kleinen, die sich irgendwo verstecken und wo man vielleicht zweimal hinschauen muss. Aus meiner Sicht ist Naturschutz ja keine Liebhaberei, sondern eigentlich Menschenschutz. Das, was wir hier schützen, ist unsere Lebensgrundlage. Ich habe nur ganz wenig Schilfpflanzen gefunden. Also die eine hier zum Beispiel, die ist aber schon ziemlich tot. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Also das Schilf wird hier offensichtlich durch die Beweidung wirklich sehr effektiv zurückgedrängt. Viktoria Werner schützt so ihre Heimat. Was für mich fürs Burgenland das besonders Bezeichnende ist, ist einfach diese Vielfalt. Egal, ob man sich's im Kleinen anschaut oder auch einmal von Norden nach Süden fährt. Es ist einfach so vielfältig und ich finde, das ist auch so einzigartig. Das Burgenland vollzieht einen Wandel, befreit sich vom alten Image und stellt sich selbstbewusst für die Zukunft auf.